Politik bedeutet ja, unser Zusammenleben zu organisieren. Und das heißt, je besser, positiver für die Menschen man dieses organisiert, desto besser geht es den Menschen auch. Und wir wollen eben die Ideen dafür liefern, dieses Zusammenleben besser zu gestalten. Ich bin Tanja Hille. Und ich bin Vincent Venus. Und zusammen machen wir Why Politik, einen Politik-Podcast für die Lösungen des dritten Jahrtausends. Und damit wurden wir für den Blauen Bären nominiert. Wir richten uns an all jene, die Bock darauf haben, zu wissen, wie wir unsere Gesellschaft voranbringen können und nicht immer nur das Schlechte in den Nachrichten hören wollen. Und deswegen präsentieren wir in jeder Folge eine Lösung fürs dritte Jahrtausend. Wir haben jetzt mittlerweile über 60 Folgen produziert und das heißt auch, dass wir über 60 Themen bearbeitet haben. Und da ist eigentlich alles mit dabei, von großen Fragen, wie wir einen europäischen Zusammenhalt in der EU hinkriegen, über konkret die Frage, wie mit Memes in der Politik umgegangen werden sollte oder das Bildungssystem in Zukunft aussieht. Wir behandeln zum einen Europa thematisch einfach immer mal wieder. Aber es ist auch so, dass wir, glaube ich, einen ziemlich internationalen Fokus haben. Das heißt, also wir behandeln eigentlich viele Themen auch aus einer europäischen Perspektive. Das heißt, es ist ja, eigentlich kann alles mit Europa zu tun haben, wenn man eben nicht nur den Blick so starr auf den Nationalstaat gerichtet hat. Mir ist es wichtig, dass Menschen verstehen, dass Politik nicht der Bundestag ist oder die Kanzlerin oder Politikerin, sondern Politik sind wir alle und unsere Entscheidung, welchen Beruf wir ergreifen, was wir im Supermarkt einkaufen und ja, dann natürlich, wen wir bei der Wahl wählen, sind politische Entscheidungen. Bislang erarbeiten wir uns die Themen vor allen Dingen selbst, das heißt also, wir reden miteinander. Zukünftig wollen wir aber noch mehr Input von außen ranholen. Das heißt also mit Leuten reden, dann auch mehr schneiden und größerer Produktionsaufwand. Und dafür wäre natürlich Unterstützung ganz gut, um das umsetzen zu können.